So ihr Lieben, ein neues Video. Ich werde mal meine Katze gerade hier von wegziehen müssen. Julchen, wir haben uns auf einen Fall vorbereitet. Und zwar eine Klientin fragt an, der Umgang mit meiner Freundin bringt mich manchmal an meine Grenzen. Ich weiß oft nicht, wie geht man mit dem destruktiven Verhalten um. Vielleicht gehen wir mal mit der destruktiven Katze erstmal zur Seite. Folgender Hintergedankengang. Ich habe mir überlegt, mit diesem Brief, den ich bekommen habe, das entspricht einer grundsätzlichen Frage, wie gehe ich mit einem Borderliner in meiner Umgebung um, der mich persönlich so belastet? Und die Frage der Klientin ist, ich finde es schwer, mir nicht zu viel Sorgen zu machen und sie so zu nehmen, wie sie ist, ohne in eine Bemutterung zu gehen und so weiter. Wie soll man sich einem Borderliner gegenüber verhalten? Und es gibt einen ganz wichtigen grundsätzlichen Ratschlag und das ist und bleibt die technische Neutralität. Neutralität, das kommt aus dem Lateinischen, neutrum. Neutrum bedeutet keins von beiden. Im Grunde genommen bedeutet das nichts anderes, dieses Neutrum, als unparteiisch, geschlechtslos, unaus oder auch ausgewogen. So, und eines der wichtigsten Ratschläge im Umgang mit einem Borderliner-Patienten in deiner Umgebung, egal ob du jetzt jemand in deiner Verwandtschaft hast, in deiner Bekanntschaft, Arbeitskollege, Schule, Verein, vielleicht aber auch als Therapeut, wenn er mit dir in Kontakt ist, ist der Ratschlag, bleibe in einer technischen Neutralität. Das Verhaltensschema einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist in sich zwar sehr indifferent, aber immer wieder geht es einem gewissen Schema der Spaltung nach. Und wenn Spaltung aufkommt, dann ist das Gegensätzliche davon die Neutralität. Also, erstmal die Behauptung, diese Stellungnahme, technische Neutralität. Aber eine Vorsicht möchte ich dazu sagen. Das bedeutet nicht, wenn man jetzt einfach nur sagt, du sollst neutral dich dagegenüber setzen, dass das bedeutet jetzt auf gar keinen Fall, dass du jetzt gleichgültig sein solltest, dass du uninteressiert in deinem Umgang, in deinem Verhalten zu diesem Menschen sein solltest. Ich möchte an einen Brief von Sigmund Freud an seinen Freund Oskar Pfister erinnern. Also seine Briefe wurden ja festgehalten und im Jahr 1916 schreibt er an ihn, dass man sich in dem Umgang mit Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung vor einer Sache hüten sollte, und zwar vor Mitleid. Man sollte sich vor Mitleid hüten. Was bedeutet das, Mitleid? Mitleid ist nichts anderes als eine sublimierte Aggression. Und sublimierte Aggression ist eine Aggression in einem veredelten Kleid, mit einem schönen Anstrich. Ich möchte es kurz erklären. Wenn wir Mitleid zu einem Borderline-Patienten empfinden, dann bedeutet dies, dass wir ihn eigentlich, denk mal ohne Emotion drüber nach, was jetzt kommt, dass wir ihn eigentlich herabsetzen und ihn nicht als eine vollwertige, als eine normale Person in unseren Augen respektieren. Und seid ihr jetzt bewusst, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist die erste Vorstufe der Verführung durch einen Borderliner. Die Folge dieser Verführung durch den Borderliner ist immer eins. Es ist die Spaltung, indem du von ihm dann entweder zu einem idealisierten oder zu einem verfolgenden bösen Objekt kategorisiert wirst. Von ihm wirst du immer kategorisiert, das ist das Typische der Spaltung eines Borderliners. Aber er entscheidet es nicht du, ob du in eine idealisierte Person oder in eine verfolgende Person, Objekt von ihm aufgespalten wirst. Was bedeutet das jetzt für den Umgang mit dem Borderliner? Das bedeutet, dass wir ihm gegenüber immer grundsätzlich direkt sein sollen. Sei ihm konfrontativ direkt, neutral, aber direkt. Wir müssen uns auch trauen, ihn zu fragen, warum, wieso. Und wir müssen uns auch trauen, dem Borderliner-Patienten, dem Borderliner selber, nicht in seiner Mythologie, nicht in seinen Geschichten, nicht in seiner Denkwelt zu bestätigen. Zusammengefasst, wir müssen alles versuchen, uns von seinen
jetzt kommt das wichtige Wort, von seinen Übertragungen zu lösen, dass du nicht in eine Gegenübertragung kommst. Und wenn du so Fragen hast zum Thema Übertragung, Gegenübertragung, schau dir bitte mein Video an. Ich glaube, das ist jetzt auf der anderen Seite dort. Ja, die Kamera ist spiegelbildlich. Das Thema Gegenübertragung, die zweite Dimension der Diagnose im Bereich Borderline oder überhaupt im Bereich Persönlichkeitsstörung, das ist eine Philosophie für sich und benötigt extrem viel Erfahrung und auch Austausch mit anderen Therapeuten. Also versuche immer, dich von diesen Übertragungen durch ein direktes Hinterfragen, warum und wieso, zu lösen. Denn seine Fragen an uns, glaubst du mir nicht, also von Borderliner, glaubst du mir etwa nicht, bist du denn nicht meiner Meinung, ist es nicht schrecklich? Diese sollten wir dann besser mit einer Gegenfrage erwidern. Und zwar, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die sich in der letzten Zeit gut im Gespräch mit einem Borderliner erwiesen hat, war, warum brauchst du denn meine Meinung? Brauchst du meine Meinung, um deine eigene zu vertreten? Das heißt also nichts anderes, als dass ich mit meiner persönlichen Meinung oder wenn ich als Therapeut auftrete, dass ich mit meiner persönlichen Arbeit treu bleibe, anstatt den Wünschen des Gegenübers, des Borderliners zu entsprechen. Aber seid ihr trotzdem über eins im Klaren. Was wird in 9 von 10 Fällen zuerst einmal die Folge sein? Seid ihr bewusst, das ist der Anfang einer typischen Übertragungssache von dem Borderliner ist, in welcher du erstmal als sadistisches Objekt, als böses Objekt eingestuft wirst. Du bist in der ersten Stufe erst einmal der Böse. Wenn du nicht auf seine Übertragungen eingehst, bist du erst einmal der Böse. Das ist natürlich schwer für einen Angehörigen, für einen Freund. Es ist auch schwer für einen Therapeuten, das zu tolerieren, dass du erst einmal als Böser eingestuft wirst. Niemand ist gerne ein böses Objekt, ein sadistisches Objekt in den Augen des anderen. Auch wenn der andere ganz bewusst ein Borderliner ist. Aber meiner Meinung nach, und dann kommen wir noch zum Schluss und dann ist Jule auch befreit, meiner Meinung nach ist genau diese Toleranz, jetzt bist du von meinem Redemanuskript, meine Süße, meiner Meinung nach ist diese Toleranz, diese Neutralität, genau das Richtige und auch die eigentlich richtige Vorbedingung für Folgendes, für eine Loslösung von Gegenübertragung und Übertragung mit dem Borderliner. Das, was er am Anfang versucht, bei dir auszulösen, ist ja nichts anderes als eine Fortführung seiner Spaltungsmentalität. Lass dich da nicht hineinziehen, denn wenn du dich hineinziehst, hilfst du dir nicht und dem anderen nicht. Löst du dich aber, so ist das am Anfang erstmal ein Schmerz bei dem Borderliner. Dieser Schmerz, den wirst du auch spüren, indem du als böses Objekt eingestuft wirst. Aber es ist die einzige wirksame Hilfe, dass er sieht, welche Auswirkungen seine Spaltung hat. Wenn du Fragen zu dem Thema Gegenübertragung, Übertragungen, Verhalten einem Borderliner gegenüber hast, fühl dich so frei. Du siehst hier wieder 2 Webseiten unten für Mediation und für Coaching, dass du mich kontaktierst. Ich helfe dir gerne auch mit einem kostenlosen Orientierungsgespräch oder in der Weiterführung im Coaching in dem Zusammenleben, Arbeiten mit einem Borderliner in deiner näheren Umgebung. Ich wünsche dir viel Kraft dabei, bleib tapfer, bleib auch diesem Kanal gewogen und wenn du mit einem Like, mit einem Abo diesen Kanal honorierst, dann bedanke ich mich dafür ausdrücklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute, dein Markus.